Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit nur 3 Schritten einen Stundenplan für dein Studium erstellen kannst. Vor allem als Ersti ist man mit den ganzen Informationen etwas überfordert. Deswegen werde ich dir gleich verraten, welche Informationen, die du im Internet finden kannst, für deinen Stundenplan relevant sind. Dann fangen wir mal direkt an. Schritt Nummer 1. Suche im Internet nach deinem Studienverlaufsplan. Wir werden beispielhaft anschauen, wie man einen Stundenplan für ein Mathestudium erstellt. Für andere Studiengänge läuft es analog ab. Hier seht ihr somit ein paar Beispiele an Studienverlaufspläne von verschiedenen Unis. Uni Bochum, Uni Hamburg und zum Beispiel Uni Dresden. Gib in Google Folgendes ein. Studienverlaufsplan, dann dein Fach, zum Beispiel hier Mathe und dann deine Uni. Hier zum Beispiel Technische Universität Dortmund. So, wir schauen uns den Bachelorstudiengang an. Und jetzt siehst du viele Informationen. Das Modulhandbuch und die Prüfungsordnung ist für ein Studium ebenfalls sehr wichtig. Zum Beispiel kannst du da sehen, wie viele Fehlversuche du hast oder ob deine Klausur benotet wird oder nur ein Bestehen reicht. Dazu kann ich auch ein extra Video machen. Schreibe gerne einen Kommentar, was du davon hältst. Was für uns in diesem Video wichtig ist, ist der Studienverlaufsplan und den finden wir hier. Das sieht hier übersichtlicher aus. Aber was ist ein Studienverlaufsplan? Es ist ein Vorschlag, wie dein Studium aussehen könnte. Ich bin der Meinung, dass man sich nach dem Studienverlaufsplan richten sollte. Du kannst gerne zum Beispiel ein Seminar vorziehen oder es in einem anderen Semester verschieben. Aber du musst aufpassen, ob das geht. Bei dem Studienverlaufsplan siehst du, welche Module in welchem Semester gemacht werden können. Wenn du nach diesem Studienverlaufsplan studierst und die Leistung erfolgreich erbringst, dann kannst du dir sicher sein, dass du deinen Bachelor in Regelstudienzeit schaffst und alle notwendigen Leistungspunkte erreichst. Deswegen orientiere ich mich persönlich an dem Studienverlaufsplan und ändere gegebenenfalls Kleinigkeiten. Das kannst du dann auch nochmal für dich entscheiden. Wir wissen jetzt also im Beispiel, dass wir im ersten Semester die Veranstaltung zu Analysis 1 und lineare Algebra 1 belegen sollten. Jetzt müssen wir nur wissen, welche Veranstaltung wann und wo stattfinden. Das ist Schritt Nummer 2, Vorlesungsverzeichnis anschauen. Hierzu müsst ihr in Google Folgendes eingeben. Eure Uni, hier im Beispiel TU Dortmund, dann Vorlesungsverzeichnis. Jetzt musst du etwas suchen. Falls du es nicht finden solltest, dann kannst du mich gerne bei Instagram anschreiben, Link in der Beschreibung. So, wir haben es jetzt gefunden. Hier sind alle Studiengänge der TU Dortmund aufgelistet. Wir klicken auf Mathe. Hier sieht es etwas unübersichtlich aus. Aber wenn wir genau hinschauen, dann finden wir hier Bachelor Mathe. Das, was wir haben wollen. Jetzt klicken wir auf Lehrveranstaltungen für Studienanfänger und endlich haben wir unsere Veranstaltungen gefunden. Wir sehen hier auch, dass es zu den beiden Vorlesungen jeweils eine Übung gibt. Und wenn wir eine Veranstaltung anklicken, sehen wir, wann diese stattfindet und wo. Wir sehen auch, wann die erste Veranstaltung, hier im Beispiel die Vorlesung, beginnt. Jetzt müssen die Zeiten im Stundenplan eingetragen werden und das ist auch Schritt Nummer 3, Stundenplan erstellen. Montag, 14 bis 16 Uhr, Analysis 1. Oh, das ist etwas spät für eine Vorlesung, aber egal, du weißt ja, wie es funktioniert. Für die Übung gibt es viele Termine. Da kannst du dir einen aussuchen und wie du dich dafür anmelden musst, erfährst du in der ersten Vorlesung. Was noch sehr wichtig ist, wir haben uns gerade nur den Mathematikbereich angeschaut. Es gibt in Mathe auch Nebenfächer, wie in einigen anderen Studiengängen auch, in denen man analog vorgeht. Das siehst du hier. Zum Beispiel gibt es Chemie als Nebenfach. Und auch dafür gibt es einen Studienverlaufsplan. Ähnlich ist es auch bei Lehramtsstudierenden, die sich beide Fächer anschauen müssen. So, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne liken und oder teilen. Dann bis zum nächsten Video. Ciao!